Ah, ja, du bist mega sexy, ich weiß. Oh, was für eine Schöne. Hey, schaut sie euch an. Küsschen aufs Nüsschen, na, wie wär's? Ja, jetzt mach Hex Hex und alles ist gelöscht. Lass es regnen. Führ einen Regentanz auf. Jetzt wäre es cool, wenn wir auf dem Gamepad irgendwie so ein Tastenkombo oder halt einfach so irgendwas machen müssen, damit es anfangen würde zu regnen. Also so eine Art Tanz. Aber wir müssen gar nicht mal erst tanzen, sondern sie beschwört den Regen auch so herbei. Danke dafür. Aber nee, ich merke echt schon, dass es definitiv von Vorteil ist, wenn man mit Charakteren spielt, die auch empfohlen werden für die Mission, weil Sheik ist jetzt nicht scheiße, auf gar keinen Fall. Hat auf jeden Fall ihre eigenen Reize, sage ich mal. Was kann ich mit dem Huhn machen? Das ist auch bestimmt irgendwie mega interessant. Die kennt man auch aus diversen Zelda-Spielen. So, weg mit euch. Ich muss jetzt hier, wie gesagt, ein paar Gegner plätten, damit hoffentlich auch noch die Skulltula auftaucht, weil ich weiß ja nicht, wann der Boss auftaucht und ich möchte möglichst die Skulltula vor dem Boss hier haben. So, komm. Ja, das schaffen wir noch. Wir müssen lediglich 1000 Gegner besiegen. Das sollte jetzt eigentlich nicht so das Problem darstellen. Was ist eigentlich unser nächstes Ziel? Wir haben ja das Ganze gelöscht. Und jetzt müssen wir was machen? Das würde ich gerne wissen. Ich werde hier erstmal ein bisschen die Gegend erkunden und ein paar Dinger erobern. So, die machen wir auch erstmal platt. Aber bislang ist das Spiel echt irgendwie gechillt. Also, ich komme vor keine allzu großen Probleme. So, dann gehen wir, glaube ich, mal dahin, wo uns die Karte hinführt. Aber vor... Oh, ich dachte, hier ist kein Boden mehr. Aber da ist ein Gitter. Das habe ich voll spät gesehen. Ich Idiot. So. Los. Leg mir deine Schwäche offen dar. Und jetzt spei mich an. Oder spei mich lieber nicht an. Komm, triff ihn. Sehr gut. Wir haben noch getroffen. Das sollte noch nicht reichen. So wie ich mich kenne. Ja. Aber jetzt noch ein paar Schläge. Und er ist auch besiegt. Sehr gut. So, den Nordplatz erobern wir einfach nochmal, weil wieso nicht, wenn wir schon hier sind, können wir den durchaus mal ein bisschen aufmöbeln oder aufmischen, den kleinen Platz hier. Obwohl, so klein ist er nicht, aber so groß auch nicht. Was labere ich da eigentlich? So, Impa hat, ja, schön, dass du irgendwas erobert hast. Ich mache hier nochmal Gegner platt und jetzt sollte das hoffentlich genug sein, damit die Skulltula auftaucht. Schauen wir mal. Ja, über 1000. Skulltula, wo bist du? Ah, hier könnte es dann auch sein, dass wir hier das Herzteil bekommen. Ich glaube, hier bekommen wir auch das Herzteil. Aber halt leider nicht mit Sheik, weil das Herzteil bekommen wir lediglich mit Impa. So, bevor ich jetzt... Nein! Stun mich nicht! Ich will doch nur zur Skulltula, bitte. So, gehen wir hier entlang. Ja, Nordplatz, schön und gut. Wir gehen hier nach unten. Und dann über die Baumstämme hier rein. So, jetzt... Da, öffnen wir mal unsere Lauscher. Hier höre ich nichts. Nee, hier ist auf jeden Fall keine Skulltula. Da, hier. Hier ist sie. Hier rechts. Rechts, das hört man. Ja, dort beim Felsen. Okay. Irgendwie sind alles Skulltulas. Oh, ja, ich sollte das Richtige. Nein! Oh, jetzt hätte ich fast den Trank verschwendet. Keine Ahnung, ob. Da ist sie. Okay. Da haben wir das nächste Bildfragment. Sehr gut. Läuft doch eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Abgesehen davon, dass ich halt wenig Schaden austeile mit der lieben Sheik, macht das Ganze hier trotzdem großen Spaß, kann ich sagen. Komm, wenn ich schon hier bin, erobere ich den Baum einfach mal. Auch wenn ich das nicht muss, aber komm, was muss man schon im Leben? Puka, man muss sterben! Ja, was muss man im Leben, außer zu sterben? Relativ wenig. Außer ein paar Sachen, die einem die Gesellschaft vorsagt oder wie auch immer, vorlegt. Da fügt das passende Wort hinzu und dann habt ihr es. Aber theoretisch müsst ihr im Leben gar nichts machen. Macht es dann aber trotzdem. Jetzt weiß ich, am Anfang, das war gar nicht Sheik mit der Wasserattacke, sondern das war Impa. Sie ist ja auch dabei. Aber, ja, jetzt habe ich ihn erledigt. So, und jetzt gehen wir auch endlich mal zum Ziel. Ich glaube schon mal nach rechts. 20 Minuten haben wir bislang. Ja gut, geht auf jeden Fall noch klar, das Ganze. Wir haben schon die Skulltula. Wir haben schon wieder Pyroma. Oh komm, du bist doch ein Pisser. Du bist nicht schwierig. Müssen wir die Festung erobern, wie es aussieht. Ja gut, machen wir das mal kurz. So,
hier eine Feuersäule für euch. Und dann machen wir auch noch gleich mal ein paar Blitze. 1, 2, 3, 4. Ne, okay, bei 4 ist dann auch schon Schluss. Also was heißt bei 4? Der... Jetzt kommt der Big Boss. Und das ist... Ah! The Scorpion King! Oh mein Gott, Goma! Hallöchen, mein kleiner Gomalein. Mein kleines Gomalein. So, was können wir... Was könnte wohl seine Schwäche sein? Schaut doch mal in seinen Auge an. Hey, nicht auf mich schießen, sondern ich schieße auf dich. Haha! So, jetzt habe ich zu... Na, jetzt habe ich zu oft geschlagen. Komm, geh mal ein bisschen näher ran. Ich habe irgendwie das Gefühl, Sheik braucht ein bisschen Zeit, um den Gegner anzurennen, weil sie ist ziemlich lahmarschig. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl. Ja, wirbel umher. Und ich schieße wieder in dein Äuglein. Nein, nicht wehren. So, jetzt in das Äuglein. In. Komm, in das Äuglein. Hä? Aber wahrscheinlich, wenn er den Laser macht, oder? Goma, mach mal den Laser, du kleiner Pieser. Nein, ich will nicht hinter dir sein. Hä, was ist mit dem los? Hä, was? Was ist los? Hab ich's versaut? Ah, nee, der springt einfach woanders hin. Aber wieso ist da aber das grüne Feld um den herum? Hä? Was, habe ich den geheilt dadurch, dass ich einfach dahin gelatscht bin? Ja gut, nette Sache. Ey, bevor wir den Goma-Typi da fertig machen, würde ich sagen, erobern wir noch ganz geschwind diese Festung hier. Wenn euch nicht, wenn ihr nichts dagegen habt. So, gerade heute irgendwie in diesem Part habe ich das Gefühl, dass mein Gehirn Matsch ist. Das liegt aber daran, dass ich das schon ziemlich lange spiele. Schließlich habe ich die erste Mission und die zweite bereits gemacht. Nochmal gemacht. So, natürlich habe ich sie da nicht ganz so ausführlich gemacht wie im ersten Durchlauf, aber trotzdem braucht das Ganze natürlich seine Zeit, bis der Wein seine Wirkung entfesselt, wenn ihr versteht. So, schnell zu Goma. Ja, jedes Monster hat seine Schwachstelle. Wir kennen seine Schwachstelle bereits. Falls du dich erinnerst, Sheik, du hast sie schon kennengelernt. So, das Problem ist, er muss... wir müssen ihn halt auch dazu bringen, dass er... Moment. Jetzt. Und zack. Haha. Nein, nein, nicht so oft schießen, sondern drauf... Ey, wieso? Wieso ist sein Balken wieder voll? Dieser schwache Balken, das verstehe ich nicht. Das finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen gemein. So, dann setzen wir die Attacke mal ein. Die sollte ihm, auch wenn er ein riesiger Boss ist, ein bisschen Schaden zufügen. Okay, das hat ihm gar nicht Schaden zugefügt. Das finde ich ein bisschen sehr traurig. Komm. Schieß mal. Ey, weh. Schieß jetzt aus. Ja, oder? Nee. Jetzt macht er den Laser. Nee, jetzt. Wann machst du denn mal den Laser? Soll ich doch wieder heilen, Typi? Hilfe! Hier, ich hab dich geheilt. Bist du zufrieden? So. Da, Laser. Ja, ich muss mich halt einmal treffen lassen. Aber Hauptsache, er wird auch getroffen. Der Riesenskorpion. So, komm. Hier. Das wird aber nicht reichen, um... Nee, das wird auf jeden Fall nicht reichen, um die Schwäche ganz runterzubringen. Nein. Oh Gott, hoffentlich verschwindet er nicht diesmal wieder. Bitte verschwinde nicht. Ja, sehr gut, mach nochmal. Ja, ich könnte den Laser auch ausweichen, ich weiß, aber... Ah Gott, ich mache immer zu oft, drücke ich auf die Pfeiltaste. So. Wir verlieren unser Hauptquartier. Wartet ganz kurz, Goma ist erledigt. Oder ist er hoffentlich erledigt? Zack. Nee, der hat noch mehr Leben. Oh Gott, der hat noch mehr Leben. Okay. Ja, der Feind lässt nicht mit sich spaßen, aber das liegt daran, dass der Feind böse ist und er uns töten will. Oh fuck, schon wieder bin ich nicht ausgewichen. Man kann auch ausweichen, das weiß ich. So, komm. Wir machen ihm noch ein bisschen Schaden, dem lieben Gomalein. Und dann ist er hoffentlich bald... Nee, wir müssen ihn nochmal down kriegen. Wir müssen die Schwäche nochmal down kriegen. Sonst werden wir ihn leider nicht besiegen. So, hier mit der B-Taste kann man auch ausweichen, wie gesagt. Und ich werde das nächste Mal dem Laser ausweichen. Ja, okay, jetzt bin ich ihm auch so ausgewichen. So, jetzt habe ich wieder zu oft auf die Pfeiltaste gedrückt. Und komm, hoffentlich reicht das. Hoffentlich reicht das jetzt, um ihn zu besiegen. Bitte, 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 Sheik, gib dir Mühe. Bitte, yes, das reicht sehr gut. Bam, weg mit dir. Schön gemacht. Goma wurde besiegt. Ja, damit haben wir die Mission geschafft. Nehme ich einfach mal an. Ausgezeichnet, zauberhaft, du hast dieses Monster besiegt. Ja, das habe ich fein gemacht, oder? Ihr habt tapfer gekämpft. Ich weiß, ich bin ein tapferes Bürschchen. Und jetzt? Ich hatte gehofft, Prinzessin Zelda hier zu finden, aber diese Hoffnung war vergebens. Dafür haben wir Lana gefunden.
Sie ist doch auch ein ganz hübsches Mädel. Wo ist sie nur? Mögen die Göttinnen sie beschützen. For generations, Hyruleans have told the tale of the war across the ages. This is how it begins. Deep in the forests, far from mortal eyes, a great sorceress watched over the balance of the Triforce. Through her magic, she could see across ages, able to read the fates of all who lived, but never interfering. That is, until a unique soul caught her attention. The soul of the hero of legend, eternally reborn when Hyrule's need is greatest. Through her powers, the sorceress should have seen that the hero was bound to another. Instead, she saw only a soul that was unlike any she had known. And while the sorceress was preoccupied, a fragment of darkness, locked in its prison, saw an opportunity. The whispering darkness wormed its way into her heart. It pushed the light away and warped her curiosity into a desperate desire to possess the legendary hero's soul. Of course, this evil had its own desires. To use the Triforce to resurrect itself and conquer Hyrule once again. Having pushed the light from her heart, the darkness compelled her to open the Gate of Souls, the doorway of time itself. Monsters from across the ages pour through the gate, bringing ruin to the land of Hyrule once more. Uiuiuiuiui, jetzt haben wir auch mehr oder weniger die Hintergrundstory. Und hier haben wir nochmal die Statistik. 18 Minuten hat der Kampf gedauert. Jo, war ganz cool. Haben ein paar neue Waffen freigeschaltet, das ist schön. Dann haben wir Goma, Säure, Yummy, Yummy, Yummy und ganz viele andere Materialien. Und natürlich das dritte Bildfragment. Yay, damit fehlen uns nur noch ganz, ganz wenige. So, ab sofort kannst du auch als Lana spielen. Und Waffe erhalten, Zauberbuch des Geistes. Das magische Buch errichtet Wände zwischen den Dimensionen. Mit dem starken Angriff springst du nach vorn. Springst du in eine magische Wand, kannst du einen besonderen Angriff ausführen. Interessant. Auf jeden Fall eine interessante Sache. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen im Bazar umglupschen. So, du kannst nun die Waffenkammer verwenden. Dort kannst du Waffen kombinieren und ihre Fähigkeiten übertragen. Drücke Plus, um in den Bazar zu gelangen. Gut, das schauen wir uns auch mal ganz geschwind an. Du kannst die Waffen des Charakters, den du hier auswählst, verbessern. Wähle einen Charakter, mit dem du in den Bazar gehen möchtest. Wählen wir mal Link. Und jetzt weiter zur Waffenkammer. Gehen wir zur Waffenkammer und zu stärkeren Waffen. Gut, Einhänder. Dann wählen wir das Ding hier aus. Diese Waffe hat keinen leeren Sockel. Ach so, muss einen leeren Sockel haben. Hier, die Waffe. Aber die Waffen sind scheiße. Also von der Stärke. Einfach zu. Nee, komm, Moment, machen wir es mit dem Zauberstab. Hat da irgendwo. Alle haben einen leeren Sockel. Dann nehmen wir den mal. So, dann schauen wir, was für Fähigkeiten. Komponente. Feuerstab. Feuerstab. Ach so. Ach so, können wir sie kombinieren. Okay. Ja, gut.
aber wir haben leider nichts, was wir kombinieren können. Schade, schade, Schokolade. Dann schauen wir ganz kurz in die Medaillenschmiede rein, ob wir da irgendwas machen können. Können wir in der Tat, machen wir gleich mal hier. Ist egal, wir werden früher oder später eh alles aufwerten. Dann können wir erstmal damit anfangen. So, ich schaue mich hier noch ein bisschen um und dann werde ich noch am Ende des Parts... Ah ne, Hilfsmedaille, was ist die denn? Festung werden... Ja, das wollen wir auf jeden Fall, dass die Festung schneller erobert werden. So, damit hätten wir das mit ihm getan. Oh, sehr gut, die nächste Hilfsmedaille für Impa ist frei. Und zwar erhöht die Power-Up-Dauer des Bogens. Ah, sehr schön, sehr schön. Power-Up ist immer gute Sache für die Impa, für alle eigentlich. So, da können wir auch endlich eine Medaille schmieden. Kokiri-Schwert, so. Ach, oh, jetzt habe ich das weggedrückt, aber egal, wir wissen mehr oder weniger, wie die ganzen Kombos funktionieren, sind ja mehr oder weniger gleich. Immer den einen leichten Angriff ausführen und dann irgendwann mal den schweren drücken und schon klappt das. So, supi, da erhöhen wir auch die ganzen Power-Up-Dinger, Verteidigungsmedaillen, fangen wir natürlich auch erstmal hier mit den Bienenlarven an. Supi, und dann, nein, Verteidigung weiter aufwerten. Ist ja im Prinzip egal, was wir hier machen. Oh, ja, super, ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr ausrüsten. Geht aber nicht. Dann schauen wir, was Lana so drauf... Ist eigentlich mehr oder weniger das Gleiche, okay. Ist, ihr müsst das jetzt eigentlich auch nicht jedes Mal sehen, aber ich zeige es euch jetzt halt noch einmal. So, sonst kann ich das auch offscreen machen. Ist doch, glaube ich, ein bisschen langweilig. So, wir haben ziemlich viele Materialien, sehe ich gerade. Und damit haben wir das auch schon erledigt. Dann schauen wir uns nochmal kurz an, wo wir das Herzteil mit Impa finden. Also, bis gleich, meine Lieben. Schauen wir mal kurz, eine coole Waffe. Und zwar ist die hier definitiv die beste. Und hier im Nordplatz sollte es dann das Herzteil für die liebe Impa geben, wenn wir den besiegt haben. Hier sollte das Herzteil drin sein, haben wir ja mit Sheik schon bekommen, die Truhe. Da waren aber lediglich Rubine drin. Und jetzt sollte, wie gesagt, das Herzteil für Impa da drin sein. Mal schauen, ob es das ist. Yes, sehr gut, wir haben das Herzteil auch. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ihm so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Und wie gesagt, bis zum nächsten Part. Tschüss.